Die Firma Alpha ESS ist eine in Deutschland, besser gesagt in Langen ansässige Firma, die seit 2012 Solaranlagen, aber auch große Industrie-Energiespeicher und auch Energiespeicher für Privathaushalte produziert. Und ja klar, mittlerweile haben sie gemerkt, dass es auch sinnig ist, sich einfach mal in den mobilen Bereich reinzubewegen. Und mittlerweile haben sie die BlackBee 1000 und die BlackBee 2000 Powerstations hergestellt. Ich habe hier die BlackBee 2000 und möchte euch heute einfach das Ding mal ein bisschen vorstellen. Mit 1600 Watt Spitzenleistung ist mein Gedanke, damit auch ja, ganz normale Maschinen zu betreiben, die ich für handwerkliche Arbeiten brauche, wenn ich keine akkubetriebenen Maschinen habe. Ich möchte auf jeden Fall probieren, was schafft sie mit meiner Stichsäge, geht meine Handkreissäge, mein Schwingschleifer, also alles, was ich so mal brauche, um irgendwo ja, außerhalb vom Haus Arbeiten zu erledigen. Schafft sie meine Gartenpumpe, um Sachen aus dem Brunnen rauszupumpen. Also das sind so die Sachen. Und was mich auf jeden Fall interessiert, kann ich mit dieser Powerstation auch meinen Messerbandschleifer betreiben. Darum soll es einfach auch gehen, um andere Einsatzgebiete wie jetzt Carcamping oder sonstiges. Da wird sie natürlich auch zum Einsatz kommen, aber mir geht es wirklich, wie ich schon gesagt habe, um ja, den mobilen Strom für Werkzeuge, für Werkzeug oder handwerkliche Maschinen. Ein paar technische Daten will ich doch trotzdem mal ganz kurz durchgeben. Ich habe mir die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Wir haben hier einen verbauten Lithium-Ionen-Akku drin mit 2203 Wattstunden. Wir können 1600 Ladezyklen mit dem Ding machen und wenn man sie vollgeladen einlagert, hält sie auf jeden Fall 6 Monate. Danach sollte man einfach mal nachladen. Wir haben verschiedene Schutzmechanismen drin, das heißt Tiefenentladungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, also die ganzen Sachen und jede Menge Eingänge wie 4 Eingänge für normale Steckdosen, 6 USB-Eingänge, das sind 2 USB-C, 4 USB-A. Dann haben wir einen Anschluss für einen Zigarettenanzünder, DC-Anschluss und auf der Rückseite natürlich auch noch Anschlüsse für Solarpanel. Und was ich besonders gut finde, hier hinten ist das alles schön mit Klappen verpackt, wo die Anschlüsse sind. Und ich habe nur einen ganz normalen Kaltgerätestecker, also kein Kabel mit großem Netzteil noch dran, sondern einfach nur ein Kaltgerätestecker, den ich anschließe und dann kann die mit bis zu 1300 Watt laden und ist dann so nach 2,2 Stunden auch wieder komplett voll. Natürlich geht es auch mit dem Solarpanel, da kann ich maximal 600 Watt reindrücken. Was ich machen kann, ich kann per Netz und per Solar gleichzeitig laden und wenn ich das Solarpanel angeschlossen habe, dann kann ich auch gleichzeitig die Powerstation benutzen, um Strom rauszuziehen. Das geht halt nur mit dem Solarpanel, aber finde ich eigentlich schon mal recht gut. Alle weiteren technischen Angaben hier in der Bedienungsanleitung, wie viel Watt welcher Anschluss hat oder sowas, blende ich euch jetzt alles gleich mal ein als Foto. Drückt einfach auf Pause, guckt es euch an, denn ich will mit dem Ding einfach arbeiten. So, ich habe soweit alles aufgebaut. Die Kamera filmt jetzt die Powerstation, die filmt mich beim Arbeiten. Und ich möchte anfangen mit der Stichsäge einfach mal ein bisschen was auszusägen. Das ist ein 25 mm Fichtenbrett und sägt da jetzt erstmal einmal quer zur Faser und dann längs zur Faser einfach so ein paar Schweife rein.
Okay, geht schon mal einwandfrei, also kein Leistungsabfall. Als nächstes die Handkreissäge. Und jetzt noch mal einen Schnitt längs zur Faser. Auch kein Problem. Und man hat gehört, die Maschine hat sich schon ganz schön gequält. So, weiter geht's mit der Flex. Ich habe hier einen 6 mm Flachstahl, den will ich durchflexen. Los geht's. Einwandfrei. Bis jetzt bin ich echt zufrieden, aber es steht ja immer noch der Bandschleifer an. Okay, also ich fahre jetzt mal auf volle Kanne hoch. So, und jetzt halten wir mal schön den Stahl hin. So, ich habe jetzt recht ordentlich was weggeschliffen. Also hier die ganze Ecke war ja dran, jetzt ist sie weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Bandschleifer hier problemlos mit der Powerstation über eine gute Zeit betreiben kann. Und das finde ich eigentlich schon recht geil. Ja, ich habe das Solarpanel ja schon vor einigen Wochen bei den ersten Sonnenstrahlen mal ausgepackt und getestet. Wenn ich die Tasche dann öffne, habe ich hier zum einen das riesen Solarpanel drin und ich habe separate Metallfüße dabei. Das finde ich etwas ungeschickt, da ich die Füße erstmal hinstellen muss und dann das Solarpanel reinsetze. Das heißt, ich muss erstmal überlegen, in welchem Abstand stelle ich die Füße hin und dann muss ich das Solarpanel reinsetzen, was echt sehr, sehr umständlich ist. Da habe ich aber schon eine E-Mail an Alpha ISS geschrieben, dass es da bessere Lösungen gibt mit Füßen, die hinten am Solarpanel feste dran sind, mit einem Klettverschluss, die ich gerade aufspannen kann und kann das Solarpanel hinstellen. Ja, die Infos haben sie bekommen, fanden sie sehr gut und sie werden sich da definitiv auch drum kümmern. Die Füße klappe ich im Endeffekt ganz einfach auf. Ich habe hier den Hauptteil, wo unten ein Haken dran ist, wo das Solarpanel drauf sitzt und habe noch zwei Rasterpunkte, wo ich je nach Sonnenstand, ob Frühjahr oder Sommer oder Herbst, der Neigungswinkel vom Solarpanel bestimmt werden kann. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wo stelle ich sie hin. Die Sonne habe ich ungefähr hier. Das heißt, ich positioniere die mal so. Und muss jetzt natürlich auch immer erstmal gucken, dass die stehen bleiben, weil wenn der Untergrund ein bisschen krumm ist, dann verschieben die sich.
Und ich muss gucken, dass ich die auch in einer Linie habe, damit ich das Solarpanel dann reinsetzen kann. Wenn ich das Ding nämlich aufmache, dann habe ich hier ein riesen Solarpanel. Ja, und das muss ich jetzt erstmal hier reinbringen. Jetzt ist der erste Fuß schon umgefallen. So, dann hänge ich das da unten rein. Einmal hänge ich hier den zweiten Fuß rein. Zweimal, jetzt ist der Fuß wieder draußen. Dreimal. Und jetzt versuche ich den dritten Fuß. So, gut, dann nehme ich mal die Powerstation und schließe die mal dahinter an. Ich stelle die hier jetzt mal in den Schatten. Hier auf der Rückseite habe ich jetzt das Solarpanel eingesteckt. Ein Anschluss fürs eine, ein fürs zweite. Hier ist das Kabel, wo am Solarpanel dran ist. Das sind ja ungefähr 50 cm, ein bisschen mehr vielleicht. Und dann die Verbindung zum Kabel, wo zur Powerstation geht. Und hier sind jetzt praktisch die drei Füße, 1, 2 und der dritte da hinten, die jeweils immer am Knickpunkt, am Faltpunkt angesetzt sind. Und im Endeffekt gehören die Füße ein bisschen länger. Vielleicht noch eine Querstrebe oder wirklich hier im oberen Rand eine Versteifung drin, dass sich das Panel hier einfach nicht so durchknickt. So, ich habe das Solarpanel jetzt nicht wirklich ausgerichtet und wir haben hier ein Input von 226 Watt, was reinkommt. Also das ist schon echt ordentlich. 229 dafür, dass ich das Panel nicht ausgerichtet habe, sondern jetzt einfach nur mal hingestellt habe, finde ich das recht gut. 76% Akku haben wir jetzt drin und ich würde sagen, ich warte jetzt einfach mal eine halbe Stunde und dann schaue ich nochmal her. 85% sind drin. Die Sonne steht jetzt ein wenig anders. Man sieht, der Input ist ein wenig geringer, aber 10% ist doch eine gute Sache. Also ich muss sagen, ich war jetzt echt überrascht, wie viel Leistung ich über das Solarpanel reingekriegt habe, ohne es großartig auszurichten. Ist schon echt richtig, richtig gut. Schauen wir uns noch ganz kurz mal die Front hier an und die einzelnen Schalter und Stecker, die es gibt. Wir haben hier einen Hauptpowerschalter. Wenn ich den 3 Sekunden gedrückt halte, schaltet sich die Powerstation ein. Ich kann in 2 Modis die Powerstation hochfahren. Einmal in einem Normalbetrieb und einmal in einem Eco. So, dass im Normalbetrieb das Display und alles Mögliche 4 Stunden anbleibt und im Eco-Modus schaltet es nach ein paar Minuten wieder ab. Dann habe ich hier den nächsten Schalter. Damit schalte ich dann praktisch hier die Anschlüsse hier frei und den Zigarettenanzünder und auch hier oben drauf das Wireless Charging. Hier schalte ich die Steckdosen hier unten ein und hier die ganzen USB und USB-A und USB-C Schalter. Ne, Zigarettenanzünder ist schön abgedeckt und ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht an Knöpfen und Bedienung. Wenn ich sie mal drehe, haben wir hier ein großes Lüftungsgitter. Das ist auf beiden Seiten. Und hier hinten habe ich euch ja schon praktisch die Öffnungen gezeigt für den Netzstecker, für die Solarpanels und hier unten das Fach, wo das Netzkabel drin ist. Auf der Oberseite hat man hier schön abgebildet ein bisschen das Symbol von der Biene und das sind die 2 kabellosen Ladefelder. Bei der Vorstellung der Blackbee wird es natürlich nicht nur bleiben. Aussagekräftig sind ja Langzeittests, Extremtests, wie lange schlägt sie sich unter Dauerbelastung. Das wird alles nach und nach kommen, weil das Ding wird weiter im Einsatz bleiben. In meinem neuen Camper Caddy, den ich mir gerade ausbaue, werde ich die definitiv mitnehmen und das eine oder andere handwerkliche Projekt werde ich damit auch durchführen und da auf jeden Fall die Kamera einschalten. Es gibt mit Sicherheit irgendwann ein Update, wie sie sich nach gewissen Zeiträumen schlägt, ob irgendwas ist.
Und natürlich, klar, das Solarpanel habe ich euch ja schon gesagt, was ich daran nicht so gut finde. Leistung ist natürlich top, aber vom Handling her ist es ein bisschen umständlich. Bei der Powerstation selber habe ich jetzt nichts zu bemängeln. Die ganze Verarbeitung ist gut und es fühlt sich auch wirklich sehr hochwertig an. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, sind die Klappen hier hinten. Die fühlen sich nicht ganz so hochwertig an und ein bisschen lommelig. Da hatte ich am Anfang immer das Gefühl, oh Mann, ich mache die irgendwie kaputt beim Auf- und Zumachen oder sowas. Aber wie gesagt, der Rest von der ganzen Powerstation ist wirklich sehr gut verarbeitet, fühlt sich hochwertig an und ja, soll soweit gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen. Alle Links zur Powerstation oder sowas findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, was ich hier so treibe und wo sie zum Einsatz kommt, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.